Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Ich suche zwar keine Ostereier mehr, ihr Lieben, aber ich habe tatsächlich beim Aufräumen hier den Maltesers Bunny entdeckt. Quasi einen Schokohasen mit dem berühmten Maltesers oder beziehungsweise Maltesers Geschmack. Das ist ja immer so leicht malzig. Kennt ihr vielleicht auch, oder? Maltesers aus England? Kennt ihr bestimmt, gibt es ja auch in Deutschland, aber in England gibt es den als Hasen und hier gibt es diesen Hasen auch in einigen Online-Shops und ich meine, beziehungsweise ich bin mir, glaube ich, ganz sicher, dass ich diesen Hasen von Beast Mode Germany bekommen habe. 29 Gramm ist er schwer, also etwas größer, beziehungsweise merklich größer als der KitKat-Hase, den ich ja auch schon vorgestellt habe und er ist gefüllt mit der leckeren Maltesers-Füllung. Oder heißen die Maltesers? Jetzt sagt mal ganz ehrlich, wie spricht man das eigentlich aus? Ist eigentlich auch egal, Hauptsache es schmeckt, sage ich mal. Und ich öffne jetzt mal den Hasen hier. Ja, der ist auch noch haltbar, ihr Lieben. Nämlich bis Juli 2020. Und der Bunny, der sieht doch mal geil aus, oder? Wow, schaut mal, wie groß der ist. Okay, das Gesicht ist ein bisschen erschreckend vielleicht. Aber so groß ist dieser Bunny. Er hat so eine richtig coole Pose. So ein bisschen wie, yeah, Saturday Night Live. Und es tut mir leid, lieber Bunny. Aber ich muss dich einmal teilen, damit wir sehen können, wie viel Füllung denn da drin ist. Das sieht doch lecker aus, oder? Ich hole euch mal dazu in der Großaufnahme. Der Maltesers Bunny ausgepackt und dann auch direkt schon geteilt. So sieht das Verhältnis ungefähr zwischen Füllung und Schokolade aus. Und ich bin sehr gespannt, wie es denn gleich auch schmeckt. Öhrchen statt Möhrchen ist das Motto heute. Maltesers mäßig richtig geil. Und man schmeckt schon, also beim zweiten Mal draufbeißen, schmeckt man schon, ja, das ist Maltesers, es schmeckt wirklich nach dieser einzigartigen, süßen, malzigen, ein bisschen honigmäßigen Note. Oh, das kommt direkt durch. Der KitKat-Hase war ja schon lecker, aber hat ein bisschen wenig nach KitKat geschmeckt. Aber der Maltesers Bunny, mega geil. Kann ich nur empfehlen. Auch mit der Füllung hier, auf einer Skala von 1 bis 10. Volle 10 Punkte. Wer Maltesers mag, wird den Bunny auf jeden Fall lieben. Das kann ich euch versprechen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das auch schon getestet habt. Von mir gibt es echt volle 10 Punkte, weil ich finde, der Hase hält, was er verspricht. Und es schmeckt einfach super geil. Wenn man Maltesers mag. Und ich mag die, finde ich immer ganz, ganz lecker. Wenn man wirklich Bock hat auf diesen malzigen, süßen Geschmack, mega geil. 10 Punkte dafür. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss.